Wir beginnen jedoch mit einem Buch von Günter Grass, Mein Jahrhundert. Ja, Mein Jahrhundert gibt es in zwei Ausgaben. Einmal mit Illustrationen des Autors als großes Geschenkbuch, dann auch als Lesebuch ohne Illustration. Und ein Lesebuch ist das in der Tat. Es sind 100 Geschichten über unser Jahrhundert, beginnend mit dem Boxeraufstand im Jahr 1900, endend mit der Wiederbelebung der Mutter von Grass 1999, wo er sich den schönen Traum erfüllt, dass die Mutter 99 sieht, wie weit es ihr Bengel gebracht hat. Bengel heißt es da wirklich. Und dazwischen beleuchtet Grass jedes Jahr durch eine Geschichte aus einer Perspektive eines Teilnehmenden. Ganz wenige Geschichten handeln von ihm selbst, so das Blechtrommeljahr, das er in der Tat als ein Ereignis zurecht wertet und sich selber da beschreibt, wie er auf einmal im Ruhm steht. Aber sonst sind es ganz verschiedene Beobachtungen, politische, literarische. Else Lasker Schüler taucht auf, wenn die Schwebebahn in Wuppertal gebaut wird, der Zeppelin verbrennt in Amerika, Georg Heim, der Lyriker, ertrinkt beim Schlittschuhlaufen. Es gibt daneben Beobachtungen über politische Ereignisse, ein Gespräch zwischen Ernst Jünger und Remarque über den Krieg. Es gibt satirische Teile, wobei ich in Klammern sagen muss, die politische Satire ist nicht die Haupttugend von Günter Grass. Das sind politische Redakteure, die sich als Frontberichterstatter bewährt haben und die dann nach dem Krieg auf Sylt über die Kriegsjahre sprechen. Kurzum, es ist ein Buch, in dem Grass in drei Seiten, meist sind die Geschichten 2 bis 3 Seiten nur lang, das Jahrhundert zerlegt und mit einem bestimmten Scheinwerfer anleuchtet. Er ist dabei nicht der Ich-Erzähler, sondern er ist der Bauchredner seiner Figuren. Die Figuren sprechen selber, das sind Trümmerfrauen, das ist zum Beispiel ein KZ-Aufseher, der Erich Mühsam mit umgebracht hat und der sich Gedanken darüber macht, dass der Tod nicht sehr perfekt gemacht worden ist. Das ist beispielsweise auch der Erbauer der Zelle des Glaskastens, in dem Eichmann gesessen hat. Wie gesagt, aus den verschiedensten Perspektiven, in verschiedenen Dialekten und in verschiedenen Tonfällen erzählt. So habe ich das Buch neutral vorgestellt. Das kann man bestätigen, bitte. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass eine solche Idee zum Fin des Jekyll, zum Jahrhundertende auftaucht. Dass man sagt, auch als Grass sagt, das ist eigentlich eine charmante Idee, so etwas zu machen. Mein Jahrhundert, soweit ich es erlebt habe, die ersten 27 Jahre muss ich mir aus dem Archiv holen, aber danach weiß ich, bin ich doch auch selbst ein Zeitzeuge, kann ich das nicht aus meiner subjektiven Sicht so die wichtigen Ereignisse dieses Jahrhunderts Revue passieren lassen, wie man so sagt. Ich denke aber in der Tat, während man es liest und noch denkt, die Idee ist eigentlich ganz reizvoll, merkt man doch, dass diese Idee nicht trägt. Eine Schwierigkeit liegt in der Tat, Herr Karasek, Sie haben es schon angesprochen, in der Kürze dieser Erzählungen. Es sind ja doch kleine Kalendergeschichtchen. Grass ist ein Mann des langen und großen Atems. Er zwingt sich also selber dazu, das Jahrhundert in diese kleinen Fragmente zu zerlegen, so quasi zu portionieren. Und diese Portionierung wird dann doch im Fortschreiten, glaube ich, etwas mühsam, auch in der Lektüre. Man denkt, jetzt habe ich doch mindestens schon 120 Geschichten gelesen, aber man steht doch erst im Jahre 1943. Und da muss irgendetwas dran sein, da glaube ich, muss in der Struktur der Wurm drinnen sein. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das auf möglichst zartfühlende Weise sagen soll, aber ich sage es halt doch, ich denke, dass dieses Buch doch auf eine subtile Weise misslungen ist.
Man müsste vielleicht ergänzen, Sie haben gesagt, er ist der Bauchredner bloß seiner Figuren, das ist er nicht. Also er reserviert sich auch 13 Jahre für sich selbst, an denen er als Günter Grass spricht. Und das ist, glaube ich, trägt zu dem Dilemma dieses Buches bei. Es ist nicht sein Jahrhundert, also insofern ist der Titel irreführend, er spricht nicht nur alleine, sondern er spricht mit, also primus inter pares, mit diesen fiktiven Figuren. Und diese Figuren, die aus der Außensicht ist das irgendwie sehr einleuchtend, die sollen ganz Deutschland repräsentieren. Die kommen also von der Ostsee und von Niederbayern und sind evangelisch und katholisch und links und rechts. Das heißt, es spricht ein deutsches Kollektiv. Ja, dieser Anspruch des Buches ist sehr deutlich. Und wenn dieser Anspruch erhoben wird, dann stellt man sich vor, dann müssten jetzt auch unversöhnlichere Stimmen zu Worte kommen, denn das hat diese Jahrhundertbilanz schon an sich, dass dann sehr konziliant über das Jahrhundert gesprochen wird. Es werden keine Katastrophen verschwiegen, aber irgendwie wird doch große Versöhnlichkeit gezeigt. Also, ja. Und da sieht man Leerstellen in dem Buch. Und gerade weil es diesen Anspruch erhebt, würde man die dann einfordern. Der Proporz führt dazu, dass eigentlich zum Schluss alles auf eine sehr gelassene und vielleicht zugelassene Weise miteinander so harmonisiert wird. Ich bin nicht ganz einverstanden. Frau Löffler hat recht, aber etwas ist nicht in Ordnung gewesen in dem, was Sie sagten. Sie sagten, ein hübscher Einfall, letztlich ein misslungenes Buch. Nein, misslungen ist das Buch, aber weil der Einfall schlecht war, der Einfall ist gar nicht hübsch, der ist ein ganz fataler Einfall, im Einfall steckt der Wurm. Was für ein Einfall ist das? Doch jener 100 Jahre dieses Jahrhunderts, jedes Jahr mit einer kleinen Geschichte zu verdeutlichen, zu zeigen, sagen wir noch deutlicher, zu illustrieren. Das ist ein ästhetisch indiskutabler Einfall. Das ist eine unmögliche Konzeption. Diese Konzeption hat ihren Sinn und ihren Zweck und ist in Ordnung in einer Schulfunkserie. So kann man für den Schulfunk Geschichten oder kleine Hörspiele machen, 50 oder 100 über jedes Jahr. Literarisch ist das unmöglich, eine völlig fatale Konzeption. Ich will das an einem Beispiel zeigen. Die Geschichten sind ja alle sehr unterschiedlich, immer in gleicher Form wie im Rundfunk. 5 Minuten darf es dauern, nicht länger, oder 8 Minuten, und alle Geschichten haben genau dieselbe Länge. Wichtige, unwichtige Geschichte, interessanter, uninteressanter Einfall. Die Länge ist immer die gleiche. Ich will hier 2 Beispiele herausgreifen. Das eine hat schon Helmut Karasek genannt. Da werden 2 Leute zusammengeführt, Remarque und Ernst Jünger, beide nach ihrem Tod, treffen sich in Zürich. Und beide haben mit Verlaub nichts zu sagen. Sie haben gar nichts zu sagen. So doof war Jünger nicht, dass er völlig schweigend, dass er hilflos dem Remarque gegenüberstand, und so schlecht war wieder der Remarque nicht. Jedoch, und nur deshalb erwähne ich das schon einmal hier genannte Paar. Es gibt in diesem Buch eine Begegnung von 2 Schriftstellern, die mich aufgeregt und zunächst begeistert hat. Es treffen kurz nach ihrem Tod die im selben Jahr 56 gestorbenen deutschen Poeten Bertolt Brecht und Gottfried Benn. Am Grabe Kleists. Am Grabe Kleists dazu. Völlig überflüssig ist das Grab Kleists. Wenn schon, denn schon. Aber gut, meinetwegen am Grabe Kleists. Und was passiert nun? Die haben was zu sagen. Der Benn hat was zu sagen, der Brecht hat was zu sagen. Und was kommt dann? Schluss. Kaum haben die ein paar Worte gesagt, die nicht uninteressant sind, bricht die Geschichte ab, denn irgendein Funkgewaltiger hat befohlen, es dürfen immer nur 5 Minuten sein oder 7. Diese Geschichte hätte mich interessiert, aber die ist nicht auf 3 Seiten machbar. Das hat sich jedenfalls erwiesen. Da wären 8 Seiten, auch 10 wären nicht zu viel für ein Benn-Brecht-Gespräch. Darf ich noch was dazu sagen, weil die Else Lasker Schüler-Geschichte, die ist eine Postkarte. Und an dieser Stelle ist mir aufgefallen, das ganze Buch sieht eigentlich wie ein Postkartenalbum an, wo man Erinnerungen an alle Jahre hat. Man hat eine Postkarte, da ist der Zeppelin, da ist das, da sind die Trümmerfrauen.
Das Fatale ist, dass die Stimmen in Imitation von Grass, mit der er Dialekte nachmacht, erstmal, er will vorwiegend wohl eine plebejische Perspektive. Er möchte eigentlich mit Vorliebe die einfachen Leute, das Fußvolk, das Brecht beschrieben hat, wer erbaute die Pyramiden haben. Aber diese Stimmenimitationen sind schon wegen der Kürze, aber auch wegen der Dialektaneignungen völlig flach. Die Personen haben keinerlei Leben. Sie sind flach wie Werbesprüche oder sie haben keinen Charakter, sie leben nicht. Man kann vielleicht in 2,5 Seiten nicht zu leben beginnen, wenn man noch erzählen will, dass das Jahr 45 stattfindet, sodass man den gleich, also wirklich etwas hat von einer Lesefibel, als der Zeppelin, als das Grammophon erfunden wurde oder als Hamburg einen großen Hunger erlebte oder als eine Bombennacht war. Das Buch ist unendlich flach und jetzt komme ich auf einen entscheidenden Moment für mich. Grass hat Angst vor seiner Autobiografie. Wo er schnell was zu erkennen gibt, das ist ein Tanz mit seiner Frau, wo sie sich dann entfremdet haben, oder der Besuch in Italien mit seinen 3 Töchtern. Da blitzen zwischen diesen Vorhängen ganz kurz Momente auf, dass man sich wünscht, hätte er doch den Mut, in sich hineingucken zu lassen. Würde er sich nicht immerfort abpanzern mit irgendwelchen Äußerlichkeiten, mit Erlienen. Wo er sich nicht abpanzert, da gibt er auf einmal Schwächen zu, sagt, wir hatten uns nichts mehr zu sagen mit seiner Frau oder die Töchter, wo er sagt, ach, dass ich so viel geraucht habe, ich kann nicht mehr mit euch mitsteigen, so, ich bin nicht mehr so kräftig. Daneben gibt es aber wieder ganz abscheuliche Stellen. Den 17. Juni, zu dem er ein schlechtes Theaterstück geschrieben hat, die Plebejer proben den Aufstand, sagt er, das Theaterstück war so unbequem, dass es alle nicht leisten konnten und hat dieses Jahr am besten festgehalten. Das sind dann so Rechthabereien, die auch kommen. Also wie gesagt, jetzt bleibt nicht viel Gutes übrig, oder? Naja, also zunächst einmal, ganz treffend die Bemerkung, er hat Angst vor seiner Autobiografie. Ich bin der Letzte, der kein Verständnis hat für diese Angst. Ich weiß, wovon ich rede. Das ist kein reines Vergnügen, das eigene Leben zu beschreiben. Und ich bin der Letzte, das jemandem vorzuwerfen, dass er es nicht getan hat. Das ist seine Sache. Er hat keine. Es könnte ja sein, dass er es noch tut. Es könnte eben, ja sein, kann dass er alles jetzt sein. Auf den Appetit ja. gekommen Aber vorläufig, ist. Wir reden ja immer nur darüber, was war und was ist in der Literatur, nicht was sein wird. Da sind wir ja schlechte Propheten. Das wissen wir ja nicht. Aber er hat sich jedenfalls in diesem Buch seine Autobiografie nicht weggeschrieben. Überhaupt. Keine Spur. Er hat sie nicht weggeschrieben. Was mich aber so wundert, was ich nicht recht begreifen kann, ist, dass ein Künstler wie Grass mit einem solchen ästhetischen Feingefühl, ein Mann, der so fabelhafte Sachen geschrieben hat, dass er nicht gemerkt hat, dass dieser Plan tödlich ist, dass man nicht 100 Geschichten jeweils in der gleichen Länge produzieren kann, die das Jahrhundert zeigen. Die zeigen gar nicht das Jahrhundert, sie zeigen was anderes. Leider muss man das Wort verwenden. Die große Krise des großen Schriftstellers Günter Grass. Ach, so weit würde ich nicht gehen. Ich denke, das ist ein Nebenwerkchen, das vielleicht von seinem Verlag auf eine ganz ungebührliche Weise zu einem Medienhype aufgebauscht worden ist, was dem Buch nicht gut getan hat und was auch dem Autor nicht gut tut. Aber ich würde keine weiterreichenden Schlüsse daraus ziehen wollen, ja. Schon gar nicht über den Erzähler Grass. Liebe Frau Löffler, wenn ein Verlag für einen Autor sehr viel Reklame macht, pflegen wir oft zu sagen, aufgebauscht worden vom Verlag. Wenn es aber das eigene Buch ist, dann ist man schon sehr froh, wenn die etwas Reklame machen. Deswegen vorsichtig. Also ich freue mich, dass Sie das so differenziert sehen. In dem Fall, glaube ich, aber ist es dem Buche eher abträglich? Nein, ich glaube, ein Buch ist nur sich selber abträglich. Entschuldigung, was Steidl mit dem Buch gemacht hat,
schlägt sich erfolgreich nieder, das Buch ist auf der besten Liste und das ist für einen Verlag und für einen Autor völlig in Ordnung. Aber abträglich ist das Buch sich selber, wie gesagt, und darüber haben wir zu urteilen. Und ich würde eigentlich so weit gehen wie Marcel Reich-Ranicki. Überlegen Sie sich bitte, wie lange man zurückgehen muss, bis man nicht von einer Krise des Erzählers Gras sprechen kann. Ich wage nicht zu sagen, wie weit man zurückgehen muss. Das letzte Buch von ihm, das mich überzeugt hat, wirklich tief überzeugt hat, war das Treffen in Teste. Das schien mir eine seiner späten fabelhaften Arbeiten. War ein ganz ausgezeichnetes Buch. Interessanterweise war es auch Rollenprosa. Und er hat auch mit verstellter Stimme, und zwar noch mal mit den verstellten Stimmen von Barockautoren, in denen sich aber zeitgenössische Autoren gespiegelt haben, gesprochen. Äußerst kunstvoll, äußerst raffiniert. Ich glaube, es war ein richtiges Schriftstellerbuch für Autoren, ein Autorenbuch für Autoren. Ist das ein Fehler? Ich weiß nicht, ob es eines seiner populärsten Bücher ist. Ich gebe zu, es ist auch eines der Bücher von ihm, die ich am meisten schätze. Aber es ist natürlich auch, Sie sagen Rollenprosa, es ist natürlich insofern auch eine Rolle, da der Berserker hier filigran stickt. Ich meine, das ist schon sehr komisch. Ein Kerl, der eine solche Tatze am Anfang hatte und der so reinhauen konnte, machte auf einmal schön Telchte. Ja, es ist ein hübsches Buch. Ja. Aber das letzte Buch, das mir wirklich gefallen hat, waren Teile in den Hundejahren und die Novelle Katz und Maus. Das aber nun wirklich sehr lange. Gut, es ist also ich meine, so als Schiller sagen würde, gut war er in den Räubern und Kabale und Liebe. Der Rest geschenkt. Da ist was dran. Ja. Nein, da ist nicht was dran, der Wallenstein ist auch schon ja, gut. Ja. Und Carlos auch. Aber es flieht inzwischen, es flieht unwiederbringlich die Zeit.